Telefon klingelt? Das kenne ich nicht. Crown Child Care, the gold standard in babysitting. You have one new client. Bro! Oh, hello. I'd like to book a sitter for my little prince. Was geht denn jetzt ab? Hä? What the f... Was? Neues Game? Bottles in the fridge. The address is apartment 10, Euclidean Towers. And the keys under the plant pot. Adresse, Wohnung 10, Euclidean Towers. Wir haben endlich eine Adresse von The Baby in Yellow. Bro, was geht denn hier ab? Der Fahrstuhl sieht schon ganz anders aus. War das gerade die Mutter, die mit uns telefoniert hat? Okay. Hashtag Story, jetzt schon in den Chat, wenn ihr sagt, Story-Video muss kommen. Geisteskrank. Oh, Bro! Was ist denn hier passiert? Leute, seht ihr das, was ich sehe? Scheiße! Hair Elevator Systems. Okay. Verrückt. Können wir auch einfach wieder losfahren? Das geht nicht. Das geht auch nicht. Der Fahrstuhl. Er geht zu und fährt runter. Yo, okay. Crazy. Und was passiert da? Fährt jetzt einmal nach unten? Okay, Leute, so wie wir es kennen. Lass mich einmal kurz gucken. Musik ist alles an und so weiter. Grafik ist geil. Okay. Ich muss sagen... Aha, die Türen auch alles anders. Yo, was ist hier passiert? Zed, wie krass ist das denn? Alter, einfach so Baby in Yellow. Richtig brutal. Ich bin so gespannt, wie es drin aussieht. Ich habe Angst zu gucken. Ich habe echt ein bisschen Schiss reinzulurken jetzt. Aber was sollen wir machen? Ich komme nicht in die Tür rein. Lol, die ist abgeschlossen. Warte mal, ich soll unter Blumentopf nachsehen. Weg damit. Was soll ich mit dem Blumentopf? Mach den Schlüssel auf. Die Tür meine ich. Yo! Habt ihr es gesehen? Wir gehen rein. Habt ihr die Bude gesehen? Oh mein Gott! Was ist denn hier passiert? Alter, was? Einfach Pre-Intro jetzt. Na, Elias? Haben sie deine Bude hier mal renoviert oder was? Pass mal auf, mein Bester. Ich schmeiß dich mal hier auf die Couch. Junge, sogar die Couch ist anders. Wir müssen einmal was testen, Leute. Yo, Elias, wir machen einmal ganz kurz Bruchpilot, okay? 3, 2, 1 und... Wow! Okay, sogar die Fluganimation vom Baby hat sich verändert. Ja, hat sich viel getan. Lass uns erstmal gucken, Leute. Schmeiß ich dich mal hier rauf. Also, ich befreie mal die erste Seele hier. Das hört sich aber... Kanal umschalten? Seit wann geht das denn? Bro, was ist das? Hide. Die Wickelunterlage. Überlegt mal. Boah, selbst das Klowasser ist jetzt neu. Überlegt mal, was The Baby in Yellow damals war. Eins im Chat, wenn die absoluten OGs The Baby in Yellow Videos es sieht. Kanal umschalten bei Denome. Was meinst du, Helena? Was meinst du? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Also wirklich, das ist Unreal Engine 5, The Baby in Yellow, was aus diesem Spiel geworden ist. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, aber das ist krass. Guck mal alleine schon die Decke. Das ist so gut gemacht mittlerweile. Echt nicht schlecht. Man merkt halt richtig hier die Qualität so bei den Developern, ne? Oh Mann. Es soll halt eine Menge auch neu sein, also eine ganze Menge. Ich habe da noch ein Video drüber in petto, das wird auch noch kommen. Ganz kurz, ich muss hier einmal ganz kurz was noch beschnacken. Also Kühlschrank sieht auch neu aus, ne? Ich bin gespannt, wie die Situation heute werden, ob wir ein bisschen was anderes haben. Okay, ich nehme mal die Flasche raus. Wir füttern mal das Baby. Das hat ein riesen Update gemacht. Ja, was bist du denn so traurig heute? Denkst du, wir tun dir hier wieder was, mein Lieber? Ja, ne? Ja, das findest du gut, ne?
Genau, wir stecken dich mal ins Klo rein, mein Bester, ne? Wollen wir mal runterspülen, gucken wir mal, ob das... Selbst der Klogriff, Leute, hat ein Update bekommen. Oh, jetzt hör mal auf so zu weinen, Alter. Ey, stress mal nicht so. Du weißt doch, wie das läuft, Elias. Ja, Elias, auch ich weiß, wie es läuft. Der Teppichmann, Leute, der gefällt mir irgendwie nicht so grad. Gefällt mir nicht so, muss ich sagen. Er ist wirklich groß geworden. Ja, ne? Was ist hier drin in dem Bild? Wollen wir mal oben... Oh, wie sieht sein Zimmer aus? Chat. Alter. Okay, was haben wir hier? Verrückt. Wir haben die Seele befreit, ne? Yo, Bro! Du hast ja eine richtig stabile Bude gekriegt hier, oder was? Alter! Was ist das denn für ein Bild? Yo! Auf TikTok sieht man nichts. Ja, keine Ahnung, was soll ich da jetzt machen, Jay? TikTok wieder Müll, oder was? Ich kann da nicht mal... Ich kann nicht sagen, woran es jetzt liegt. Ja, Digi, TikTok... Hat jetzt hier einfach... Hat zerstört, ne? Ich starte mal den TikTok-Stream kurz neu. Der kann ich auch nicht machen. Der andere sieht aber ganz gut aus, glaube ich, ne? Ja. Oder? Safe. Ist ja schon mal nicht schlecht. TikTok eh, Digga. Also TikTok teilweise echt ganz, ganz... Man sieht nichts. Ja, dann muss ich halt... Dann gehe ich auf TikTok halt wieder auf, Digga. Denn scheiß drauf. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Also die Leute, die dann über TikTok reinkommen und keinen Dunst haben, wo ich dann sonst stream, sorry, Mann, aber dann scheiß auch drauf. Yo, ich sehe, also ich kann da halt auch jetzt nichts machen, Digga. Was soll ich da tun? I'm very sorry, my friends. Ja, man sieht nichts. Okay, ja, TikTok, wir gehen raus. Kann man nichts machen, ist dann so. Weiß auch nicht, was das jetzt soll, aber dann gehen wir raus. Kein Problem. Ich habe TikTok direkt ausgemacht. Scheiß drauf. Kann man nichts machen. Da habe ich auch gar keinen Bock, mich jetzt rumzuärgern, Bro. Ich will einfach nur zocken, Mann. Alter. So, mein Lieber. Ich soll dich jetzt Betty bringen, ne? Auch dein Bett ist ganz so chillig geworden. Wir lesen kleine Geschichte vor, Leute. Katze heißt natürlich, dass wir Katze ins Bett legen müssen. Hier, da hast du deinen Katzenfreund, ne? Dein alten Bree. Okay. Ich setz mich hin. Leute. Jetzt hört genau zu. Ich lese die Geschichte vor, genauso wie sie wirklich war. Der Prinz und die Kerze. Es war mal eine Kerze, die hat den Prinzen angeguckt und der Prinz, der wollte pennen. Dann haben die eine Kerze draußen gesucht. Der Prinz ist hässlich und hingefallen und hat hier was verloren. Und ja, dann ist der Prinz ein bisschen ausgerastet, weil Kerze, runtergefallen ist und ja, hat Blumen zerstört. Ende. Ja, meine Geschichten sind halt krass. Baby pennt sofort. Irgendwas war hier mit dem Bild gerade. Ich habe hier irgendwas gesehen. Was ist das? Leute? Ich war der Meinung, in dem Bild war was. Naja. Okay. Ich bin gespannt, wie das Schlafzimmer aussieht. Also das hier ist ja wirklich wie so eine, als ob die Bude renoviert worden ist. Voll gut. Okay, Digga, chill ein bisschen auf dem Sofa. What the fuck? Ist das der Sandwichmaker? Oh nee, ne? Ich wollte einmal in Ruhe pennen, Mann. Ich mach sofort den Fernseher aus. Ah ja, jetzt auf einmal nichts mehr hier drin, ne? Bro. Habt ihr es gesehen? Da war was in dem Bild. Guckt genau in die Bilder rein, Leute. Elias. Elias, ist doch gut. Bei mir steht, dass du auf Twitch offline bist. Genau. Wir werden erst später rübergehen zu Twitch. Erst später. Na komm mal hoch, mein Lieber. Was ist denn los? Hm? Was ist passiert? Soll ich dich mal in der Betty wieder reinschmeißen? Also noch bin ich freundlich, okay, mein Bester? Aber irgendwann reicht's mir auch. Du musst schlafen gehen dann. Ja, genau, ne? Sehr gut. Leute. Setz echt die Tür wieder. Ich lass mich da gar nicht drauf ein. Komm.
Einfach auf dem Sofa, Digga, ein bisschen chillen, Fernsehen gucken. Alles ist easy. Oh, Bro, das ist ein geiler Sandwichmaker, Digga. Was ist da oben in dem Bild drin? Habt ihr es gesehen? Jetzt kommt Nacht 2, ne? Es ist was anderes in dem Fernseher drin. Was guckst du da, mein Kleiner? Die Abenteuer des sehr kleinen, verängstigten Hasen. Hab ich dir erlaubt, Fernsehen zu gucken, Elias? Nee. Ob ich dir das erlaubt hab? Mann! Sag mal! Du weißt doch, wie das hier ist. Du fragst mich vorher. Das sollte pennen. Ja, ja. Alle, die jetzt sagen, ich bin... Oh, nee, ne? Oh, Elias, Alter. Wo ist die verdammte Flasche jetzt? So. Trink. Hör auf zu lachen, Blödmann. Hast du jetzt echt gefurzt? Alter. Rüber da mit dir. Da liegst du gut, sag ich dir. Oh, Jung. Jung. Einfach mal die Klappe halten. Okay? Oh, Mann, es tut mir echt leid. So, so bleibst du jetzt auch mal. Ja, Leute, die Windel kriegt Augen. Die Windel kriegt Augen. Ja, ist so. Ja, Mann, die Windel kriegt Augen. Ja, 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 ja. Die Windel kriegt Augen. Jo, und läuft jetzt hier rum. Das Disney-Bild. Ich muss es mir angucken. Leute, irgendwas war in diesem Bild drin. Da, seht ihr es? Augen. In dem Disney-Bild sind irgendwelche Augen. Das ist von Disney, ne? Seit wann haben Windeln Augen? Ah, fragt man nicht. Yo! Das Schlafzimmer von den Eltern? Alright. Das ist sehr, sehr interessant. Ja, die Windel hat sich hier gerade verkracht. Lass uns mal hier ein bisschen umgucken. Was geht hier ab? Oh. Okay, hier können wir nichts machen. Was geht noch? Eine Handtasche. Also hier ist die Mama. Was ist denn das für ein Raum? Guck mal. Aus dem Raum kommen einfach Blumen. Der wurde mit einem Hammer und so verriegelt. Und eine Zange ist davor. Geht hier ab. Da sind die ganzen Plakate drin. Babysitter gesucht. Bro, wie viele Babysitter hat das Baby denn schon weggesnackt? Und wer ist das? Ist das die Mutter von dem The Baby in Yellow? Ich frage mich, was hinter der Tür ist. Zarina, das müssen wir alles noch klären. Na, wer will wieder eine Mod? Hä? Wer will wieder eine Mod von euch? Wer will wieder eine Mod? Ich weiß doch, ihr wollt sie. Sofort hinter die Tür. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier vielleicht eine Mod machen, dass wir in eine andere Welt oder so kommen. Was haltet ihr davon? Also ich sag so, mit dem Hammer muss man dann so diese Holzbretter lösen. Wisst ihr, wie ich meine? Und dann gehen wir so durch diese Tür hier und dann ist das so eine richtig, so eine geile andere Welt. Boah, Bro. Das wäre schon wild. By the way, an die ganzen Leute, die über die Shorts gerade kommen. Ich stream das Game in Komplettformat. Guckt einfach mal auf meinen Kanal und kommt mal da rein, ne? Das ist schon wünschenswert. Wer ist später Twitch am Start? Wir gehen später hin, zocken noch das eine oder andere Game. Vielleicht Supermarkt-Simulator und so. Hier, Baby. Windel ist gewechselt, mein Lieber. Ne? Genau. Du bist wieder ein kleiner Dämon. Ja, ja. Und rein ins Bett. Geschichtenbuch finden und hinsetzen. Erstmal den Hasen.
hier rein und dann noch eine neue Geschichte. Der Prinz und, also Prinz und, Spinne. Spider-Man. Hasen Spider-Man. Als Spider-Man zu Besuch kam, sagte der Prinz, Zeit, Videos aufzunehmen, schnell zum Ausgang und so, langweilig, rennt Spider-Man, ah Mann! Die Geschichte ist gut, Ilias. Na gut, du willst die Geschichte auf der ganz anderen Ebene haben? Kein Problem, kein Problem. Ab jetzt heißt sie der Prinz und der Kackhaufen. Als der Prinz dem Kackhaufen hinterhergelaufen ist, da ist er reingetreten. Hüpf, 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 ist der Kackhaufen weggelaufen. Und der Prinz, der kam hier aus der Tür und der Kackhaufen ist gelaufen und der Prinz hatte keine Freunde. Deswegen hat er mit seinem eigenen Kackhaufen gespielt. Ende. So. Guck, wie er pennt. Chill mal, steht oben. Chill mal. Ja, dann chill ich mal. Ich mach's mir mal bequem. Moooooh. Es klingelt. Der Sandwichmaker, ne? Plötzlich ist er in meiner Bude. Ja, ja. Wer kennt ihn nicht? Chat. Wer hat den Hasen von euch runtergeworfen? Wer war das? Wer hat den Hasen runtergeworfen? Ich lasse es da oben. Ja, dann... Ich setze mich hin, Digga. Ich gucke entspannt Fernsehen. Secret! Secret Audio, oder? Habt ihr es gehört? Da war ein Secret drin. Oh. Geil. Story Video. Da machen wir das. Akt 3. Analysieren sofort. Machen wir ein Video morgen. Jo, was ist das denn? Ach du Scheiße. Hier ist ein Blitz eingeschlagen. Jo, Elias, bleib cool, Mann. Jo, was ist das? Keine Ahnung, was das war, Leute. Elias, alles ist gut. Mach dir keine Sorgen. Ich habe das hier mit dem Blitz unter Kontrolle, okay? Hehe, genau. Leute, Käsetoast. Klassiker. Okay, also was muss rauf? Vielleicht ein Käsetoast? Was muss rauf? Erstmal müssen wir Grundschicht Käse machen. Was soll noch auf? Also, ich denke mal Tomaten oder so, ne? Vielleicht so Wurstscheibe oder so mit drauf. Schinken, ja, safe. Zwiebeln würde ich auch mies fühlen, Digga, mit Käse. Käse. Okay, was brauchen wir noch? Käse. Ich habe aber das Gefühl, dass ihr jetzt Sachen hier vergesst, weil wir halt zu wenig Käse haben. Käse. Noch mehr Käse. Okay, nur Käse. Alles klar, machen wir erstmal. Was muss noch auf, Chat? Käse? Ja, stimmt, davon hatten wir viel zu wenig. Okay, ja, warte kurz. Ja. Was noch? Gurke. Ja, aber was denn mit Käse, Bro? Davon haben wir ja fast gar nichts. Ja, okay, ich mache eine Gurke rauf. Aber noch ein bisschen Käse fehlt, sagt der Chat. Da fehlt noch eine Menge Käse. Nutella. Bist du des Wahnsinns? Hier noch nur... Ich mache jetzt das Sandwich, Mann. Mann! Okay. Dann gehe ich mal in den Kühlschrank. Klassiker, Leute. Alles auf... Seit wann sitzt denn der Kleine da im Kühlschrank? Bro? Du lässt die Tür offen, okay? Ich muss jetzt hier raus. Was geht ab? Was ist das denn? Okay. Hä? Leute, war der Weg jetzt nicht gerade anders? Ich... Hä? Was ist passiert?
Boah, Bro, man kann sich hier drin verlaufen, ne? Boah, nee, ne? Hä? Wie bin ich denn jetzt da hingekommen? Ich bin ja komplett verwirrt. Okay, ich hab die... Digi, verändern sich die ganze Zeit die Gänge hier, oder was? Was ist das denn? Hallo, ich muss doch mal... Ich muss hier irgendwann nochmal raus. What the f... Da ist er. Alter, mein Kopf, ne? Uff. Junge, Junge, Junge. Elias! Es reicht! Nimm die verdammte Flasche! Wir gehen jetzt Windel wechseln und hältst jetzt die Klappe! Ich bin halt Kobe, Leute. Was soll ich sagen, ne? Auf easy. Kein Dämon sein, Elias! Um Gottes Willen! Okay, ja, 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 ich hab ne Idee. Wir nehmen den Stunner, Leute. Gut zielen, gut zielen. Ja, die Schmerzen merkt ihr eh nicht. Oh, wie sieht's hier drin in der Bude aus? Oh, Mann. Alter, ich muss jetzt eigentlich... Alter, was ist mit dem Klowasser passiert? Leute, what the fuck? Was ist denn jetzt mit dem Klowasser passiert? Och, Digga. Nervst echt, ne? Ich kann nicht mal mehr die Tür da raus. Okay, er wacht auch nicht mehr auf. Das Update ist stark bisher, ne? Yo. Geht, mein Lieber, willst du mir eine Geschichte vorlesen? Na, wenn ich, also wenn ich jetzt lesen darf, ne? Die Animation auch anders. Okay, crazy. Ganz ruhig, mein Lieber, ganz ruhig. Ah, ich hab dich. Na komm, ich leg dich mal ins Bett. Wir nehmen das Schaf, Leute. Das Gefühl, dass das Schaf irgendwie böse ist oder so. Der Prinz und der Arsch. Gucken wir mal. Also, der Prinz und der Arsch. Es war einmal ein Prinz, der hatte einen Arsch. Und der Arsch, der war im Mond und er hat mies geleuchtet. Und dann hat er gemerkt, dass der Arsch viel zu groß gewesen ist und musste dringend auf, also mies scheißen gehen. 1, 2, 3. Und ja, dann hat er seinen eigenen Schiss gegessen, der aus seinem Arsch gekommen ist. Und das kann ich nicht lesen. Yo, war doch nur ein Witz. Yo. Alter, alter, alter. Bisher, coole Geschichte, danke. Bisher war es wild. Morgen einfach Doors 2 noch, Leute. Ne? Wir sind morgen auch wieder auf dem Hauptkanal live. Lass ihn zur Beruhigung GTA spielen. Okay, wir haben uns Akt 1 angeguckt. Ich weiß aus dem Trailer, dass in Akt 2 die größten Änderungen vorgenommen worden sind. Akt 2 ist anders. Was sagt ihr bisher? Bei mir ist Update nicht da. Nee, es kann auch noch ein bisschen dauern, Bre, weil ich habe Early Access. Ich bin ja mit den Entwicklern so. Welches Spiel ist das? Baby in Yellow. Was sagt ihr bisher? Update ist gut. Wir gehen jetzt natürlich weiter rein, ne? Wir sind noch nicht fertig. Let's go. Wieder ein Telefon. This is Crown Childcare. The gold standard. Königliche Kinderbetreuung. You have one. New client message. Oh, hello, it's Casilda from apartment 10. Casilda aus Wohnung 10. Das ist die Mutter. Die Mutter heißt Casilda, Leute. I'm off to a concert tonight. Could someone pop over and check in on my little prince?
I'm sorry it's so last minute. Take care. Thanks. Definitiv eine Britin. Das kann ich euch schon mal versichern. Und warum gehen diese Fahrstühle denn die ganze Zeit immer zu? Wer macht denn das? Chat, wer von euch ruft sich ständig einen Fahrstuhl? Kann der nicht einmal kurz hier in der Etage bleiben? Mann. Nervig, Chefkoch. Wir sind jetzt Babysitter Nummer 2, weil Babysitter Nummer 1 ist jetzt gestorben, glaube ich. Durchsuch alles einmal. Okay, nichts gecheckt. Wir gehen hoch zum Baby. Wo ist denn der kleine Elias? Hey, Oh Gott! Machen wir mal lieber die Tür zu! Ist der Hase gerade gelaufen, Leute? Hallo, Hase? Digga, der Hase läuft! Ich laufe ein Kuscheltier hinterher. Yo! Leute, der Hase ist Hass oder nicht? Einige wenige schreiben nee, viele schreiben ja, ist sus. Okay. Ah, ich gehe da rein, wir gucken. Sind in Pigments Wahnsinn drin? Boah, die haben das sehr geil gemacht, Georgios, finde ich auch. Jo, Hasemann, war der Fahrstuhl nicht am Abstürzen, Bro? Irgendwas war hier doch gerade noch! Oh. Jo, was passiert? Alter, was geht ab? Ey, ich muss erstmal die Tür aufmachen, scheinbar. Der Hase, er lebt wieder. Irgendwie ist der süß. Okay. Yo. Glaubt ihr, die Fahrstuhltür war geplant? Weil ich glaube, der Fahrstuhl ist hier einfach reingekracht in das Stockwerk. 5. Das war mal Tür Nummer 5. Sieht man gerade. Hä? Okay, Leute. Was geht ab? Yo, Hase, lass mich ra. Das kennen wir. Bro, was geht denn hier drin ab? Guck dir mal das Apartment an! Alter, nice! Eine Badewanne. Und komischerweise kommen hier wieder Pflanzen raus. Einfach ein Traumfänger, ne? Der dreht sich. Also der Traumfänger ist auf jeden Fall extrem sass, guck mal. Der dreht sich immer in die Richtung, wo ich hingehe. Okay, aber ich sag ehrlich, Leute, in der Butze würde ich mich wohlfühlen. Küche ist in Ordnung. Ja gut, der Müll, Alter, was ist das denn? Oh Leute, habt ihr das Essen nicht rausgebracht oder was? Ihr wusstet doch, dass ich heute vorbeikomme. Was soll das denn immer? Ja, Elias, ich weiß. Ich spiele jetzt mal eine Runde Klavier, mein Bester, alles ist gut. Was läuft hier im Fernsehen? Okay. Auch nicht schlecht. Leute, spielt jetzt Klavier, ne? Lauschet meiner Sinfonie. Thank you.
Feierabend! Was haben wir hier drin? Yo! Yo! Was ist das? Hä? Alter! Okay, das klappt nicht. Crazy. Game ist auf jeden Fall wild geworden. Die Entwickler haben sich wirklich wieder übertroffen, ne? Ah! Ich muss die Schallplatte anhören. Oh, Gott sei Dank. Was steht hier drauf? Das ist die Symphonie? Das Notenblatt? Verrückt. Welche Freigabe hat das? 12? Boah, yo, das war crazy. Gib mir den Schlüssel. Klappe jetzt. So, erstmal kurz chillen. Was ging eigentlich bis hierhin ab? Leute auf YouTube, lasst ein Like da. Wenn ihr im Short dabei seid, einfach Double Tap, zweimal auf den Bildschirm klicken. Mehr müsst ihr nicht machen. Dankeschön. Hört ihr das? Hier lacht jemand. Okay, der Fahrstuhl geht nicht. Hä? Leute, da war doch gerade hundertprozentig keine Tür. Oh, okay. Das sind so Hasenpfoten. Hört ihr das? Was macht der da? Ey! Seht ihr das, Leute? Dickes F! Boah! Alter! Das Baby hat ein ziemlich komisches Geräusch. Das ist anders als sonst. Hier ist der Stromraum. Yo! Digi, ich sag dir ehrlich, aber das Game könnte schon mit Poppy Playtime könntest das aufnehmen, ne? Das ist ja mittlerweile so gut. Warte mal, ob ich den Code noch kenne? Chat, ich kenne, glaube ich, den Code. Also von damals der Code. 4317. Easy. Ich kenne ihn noch. Aber wir müssen die Stromkästen versorgen. Mit Strom. Warte mal, hier habe ich eine Sicherung. Verrückt, Mann. Das kommt krass. Hä? Was soll ich denn? Warte mal. Ach, ich brauche eine Münze. Crazy. Wer freut sich auf das Handy-Update? Ey! Ja, aber was soll das? Sofort weg mit dir, ne? Ja, komm mal mit, mein Kleiner. Du nervst eh schon den ganzen Tag. Mach einen Abgang. Weißt du was? Ich schmeiß dir noch einen Schraubenschlüssel hinterher. Und hier so eine Tasse auch noch. Er hatte das. Also wirklich. Das hatte er davon. Macht er auch so einen Stress. Schalter umlegen. Strom läuft. Danke für die Leute, die auf Twitch vorbeischauen, ne? Big Kiss, big Kiss.
du, ich hab gerade keine Zeit mehr. Oh Mann, ich muss da raus. Den Schalter drücken. Seit wann kann der Kleine laufen? Oh nein! Hey! Hey! Lass die Tür verdammt nochmal offen! Was geht denn hier ab? Halbmond, Halbmond, Kreis! Kreis! Halbmond, Halbmond, Halbmond! Ah! Digga, das Baby sieht schlimm aus! Wow. Nein, 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 nein. Das, Alter, habt ihr es gesehen? Das Baby kann einfach laufen mittlerweile. Die werden so schnell groß. Boah, ich hab mir fast in die Hose geschissen kurz, ne? Alter, Scheiße. Oh. Hase einfach schneller als du. Das auch noch. Frech, ne? Nee. Hier ist Ruhe jetzt. Nicht freuen. Ich sorge mal dafür, Leute, dass das Baby die angemessene Reaktion zeigt. Und tschüss! So. Yo, an die Leute, die hier YouTube-Shorts gerade drin sind, ne? Kommt mal auf meinen Mainstream rüber. Ich habe auf dem Hauptkanal zwei Streams laufen. Einen so hochkantmäßig und einen so, wisst ihr, wie man es ganz normal kennt, so mit Breitbild. Da könnt ihr ein bisschen mehr auch vom Game sehen und so. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da einmal rüberschaut. Und wir sind später noch auf Twitch am Start. Also nach dem Stream hassen wir zu Twitch rüber. Wir lassen aber wahrscheinlich YouTube dann an. Okay. Können wir hier machen. Jo, ich fütter den nicht. Das ist einfach falsch. Was ist das? Ein Herzschlüssel? Was können wir damit machen? Hä? Seit wann ist hier ein Fahrstuhl? So, kleiner Mann. Du kommst umgehend mit in den Fahrstuhl. Ich lass dich nicht aus den Augen, Kollege. Läuft nicht. Wir gehen da hinten jetzt beide rein. Na los. Ich hab dich... Hi. Hi, Mann, was läuft? Alter, was ist das denn? Ruhe! Jetzt ist hier mal Schluss mit der Musik. Nix hier, Dämonen und so. Bro. Ich hab dir gesagt, es läuft nicht. Das treibe ich dir jetzt mal aus. Es gibt zweimal die Toilettenspülung. In das Dreckswasser, da habe ich vorher reingeschissen. So, mein Freund, Feierabend. Ich hab dich. Geht's dir besser? Anscheinend immer noch nicht. Dann bleib da halt drinne. In deinen blöden Tentakeln. Ja, da kannst du drin bleiben. Ist mir... Der Schlüssel ist kaputt, Chat. Jetzt. Mann, was ist das hier für ein Zimmer? Ich kann jetzt hier anscheinend die Tür aufschließen. Okay, Leute. Wir gehen jetzt einfach weg. Scheiß auf das Baby. Ich wollte mich hier nochmal umgucken. Ich wollte eigentlich in dein Zimmer gehen, ein Bett machen und so, Bro, weißt du? Ja. Sorry. Sofort weg. Sofort weg. Nein, wir brauchen den Herzschlüssel. Oh, der lag vorhin auf dem Tisch, aber der ist jetzt kaputt. Muss ich nochmal mit dem Fahrstuhl fahren? Das Zimmer war vom Jungen. Gojo, das habe ich mir schon fast gedacht. Nix Musik.
Ich gehe jetzt. Ich zieh aus. Im Feierabend. Dir, ne? Okay, Leute, ich bin raus. Oh, nee. Der Gang ist 150% sass. Was ist das hier? Können wir uns doch mal im Story-Video angucken, ne? Alles gespiegelt. Ah, na denn. Leute, der Gang ist ja überhaupt nicht sass. Gar nicht. SOS in den Chat. SOS in den Chat. Ihr wisst genau, was gerade Phase ist. Das kenne ich noch. Nix lachen. Nix lachen. Weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. Mann. So, mach, Alter, jetzt. Mach einen Abgang. Sehr gut. Und tschüss. Ich werf den einfach direkt. Ich verlängere das Ganze. Oh, liegst du hier? Na? Ja, willst du mit rein? Guck mal, da ist dein Betty, mein Freund. Guck mal. Weg mit dir, Mann! Geh nicht ins Bett. Hast du dir gar nicht verdient heute. Nach der Aktion, was der hier gerissen hat. Jetzt Fernseher oder was? Alter. La 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 la. Digga, so fühle ich mich, wenn Instagram-Reels kommen, ne? Instagram-Reels, Leute. Oder TikToks. La la la. Was ist das? Seht ihr das? Da leuchtet was. Hinter der Tür. War das nicht der Secret Room? Da sind wir einmal reingegangen, ne? Vielleicht habt ihr es gesehen. Da war ein Secret Character. Wer war das? Da war jemand im Fernseher drin. Wer war das? Okay. Da war ich mal drin in dem Raum, aber da war eine Couch. Und da saß so ein Doktor in groß. Das ist auf jeden Fall nicht der Pigman-Arzt. Safe nicht. Das muss ein anderer gewesen sein. Ein anderer. Leute, lasst ein Abo da, ne? Danke für 635.000 Abonnenten. Ihr seid die Besten. Kuss, Kuss, ehrlich. Einfach direkt 1.000 Abonnenten heute plus. Ich lieb euch. Digga. Ha, ha, ha. Ha, ha. Das Kind ist TV-Man. Mann, ist das witzig. Ha, 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 ha. Witzig. Das ist gar nicht witzig, Chat. Raus hier aus meiner Bude. Dein Fernseher, den kannst du mitnehmen. Yo, TV-Baby, oder was? Was soll das sein? Der brauchst auch gar nicht so böse gucken, du Drecksack. Ja, was ist das? Ey! Bleib stehen, die Tür geht weg! Bro! Bleib stehen, die Tür geht weg! Ey, Hase! Oh Leute, ich muss auf die Türen gehen. Oh nee, ne? Oh nee, ne? Da ist eine Tür aufgegangen. Nein! Wow! Dieses Spiel. Yo. Hat da einer von euch den Vater hier ins Spiel kurz reingebracht? Dass der kurz mit mir redet oder was? Wer war das? Was hat er gesagt? Das ist der Geschichtenerzähler, oder? Hä? Chat? Was ist das? Seht ihr das, was ich sehe?
Oh mein Gott, einfach die optische Täuschung, sein Urgroßvater. Irgendwas hat es mit diesem Bild auf sich. Das ist ja dumm. Also ist eigentlich schon cool. 1, 5, 1, 9, 8, 7, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 9. Was soll das denn jetzt? These big red eyes, they scared her, and she didn't want to stay. Arrive. Ankunft. Irgendwas passiert hier gleich. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was ist hier los jetzt? Ey, ich will hier langsam mal raus aus der Bude. Jo, was geht denn hier ab? Digga, ich bin im Fiebertraum. I need new friends. More. Now. Another. I'll bring you some. Don't worry now. Replied his loving, caring mother. Wieder vom Kreis. Alter, was geht ab? Ich check gar nichts mehr. Elias, du kommst sofort vom Notausgangsschild runter. Sofort, mein Lieber. Ich fange da jetzt nicht mehr lange. 3, 2. Okay, Bro. Bleib unten, Digi. Alles ist cool. Ey, sorry. Ich hab das Gefühl, dass ich hier nicht der Babysitter bin, Leute, irgendwie. Wisst ihr, wie ich mein? Jo, Alter, mach einen Abgang! Habt ihr gesehen, wie weit ich den geworfen hab? Bro, der ist bis zum anderen Universum geflogen. Was passiert jetzt? Alter. Alter Schwede. YouTube Stream. Hör zu. Das Ding von eben, wie ich geklippt habe, Mods. Das will ich heute noch hochhaben. Das war ein richtig geiler Clip. Mit dem Runterziehen und so. Den habe ich mies gefühlt. Bei mir leckt es. Digi, wenn es leckt, Alter, dann geh mal näher an deinen Router ran. Weißt du, wie ich mein, Bro? Dann mal ein bisschen näher an den Router rangehen. 700 Viewer, ne? Kuss. Freut mich, dass ihr da seid, Leute. Wer ist er? Hä? Du, kann ich da auch rein? Was? Was für ein Symbol, Bro? Wer ist er? Das ist der? Das ist Pigman oder so, ne? Die Grafik ist sehr krass. Dieses Symbol hier, Kreis mit dem Strich. Die Tür oder was? Okay. Ich finde dich. Ah, okay. Ah! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Alter, wie hört sich das Ding an, Digga? Das Baby ist doch nicht mehr. Wie lang? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Mann, Alter! Dreieckstrich unten. Die mittlere Tür. Mach auf das Ding. Okay. Dreieck nach oben plus Kreuz oder so. Irgendwas in der Richtung. Hä? Oh Gott. Die mittlere Tür, weg hier. Der Hase. Da gehe ich rein. Mach die verdammte Tür zu. Hey Mann, wird ein entspannter Babysitter-Job, haben sie gesagt. Wird locker, Bro. Run. Genau. Run.
Ich putze mir erstmal die Nase, Digga. Ich muss erstmal kurz chillen. Alter Schwede, der Hase ist dein Freund, ja, man merkt. Ich sage euch ehrlich, Leute, das Improvement von The Baby in Yellow ist sehr, sehr heftig gerade. Dankeschön. Hier die Twitch-Follows, ne? 10.900. Schaffen wir heute 11.000? Eigentlich, Mods, pusht mal ein bisschen Twitch in den Chat. Heute schaffen wir die 11.000, oder? Wir gehen später auf Twitch rüber. Zocken noch ein bisschen Horror-Games, machen ein bisschen Schnacken und so. Hab sehr Bock, Leute. Hab sehr Bock. Oh, was ist jetzt los? Oh, yo! Ey, ich bin klein! Was soll das? Hase, ich bin klein geworden! Oh Gott! Bro, was geht ab? Weg. Babysitter Nummer 2 hat überlebt, Chat. Lauf, kleines Kaninchen, du bist nicht allein, es wird immer andere geben. Das Kaninchen safe, die Babysitter, ne? Billy, dankeschön für die Mitgliedschaft. Würde mich aber mehr freuen, wenn du auf Twitch vorbeischaust, Bro. Selina Maus, ne, hat eine bekommen. Würde mich trotzdem freuen, wenn du auf Twitch rüberkommst. Das ist noch geilerer Support, Bro, sag ich dir, wie es ist. Akt 3, wir gehen rein. Telefon wieder? This is Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Was ist das? Listen, was ist das, Leute? And your sitter has walked out. They were supposed to feed him. Die Mama ruft an. Was geht ab? What are you doing out of bed? Er ist nicht im Bett. Ja, die Mutter hat ihr Kind ja sehr gut im Griff, Leute. Weißt, wisst ihr? Habt ihr es gerade gehört, was da abging? Eins im Chat, wer es gehört hat? Bro, die Mutter hat ein schwer erziehbares Kind. Und dann komme ich mit meinen Methoden, Babys zu erziehen. Und dann sagen die Leute, Denno, du bist zu streng. Habt ihr das gesehen, was da gerade passiert ist, Mann? Ich muss so streng sein. Der macht nur Scheiße, der Kleine. Was ist hier los? Wo ist die Katze? Ist hier drin. Wir sind immer noch in der Bude. Alles ist kaputt. Ich gehe jetzt kurz gucken. Was geht hier ab? Schau dir mal die Bude an. Denno, Doors Floor 2 kommt heute 18 Uhr. Laber nicht. Black IP ist sofort die Quelle zu meinen Discord-Mods. Sofort die Quelle zu meinen Discord-Mods. Wenn das der Fall ist, gibt es heute einen Doppelstream. Boah, das wäre krank, Diggi. Das wäre krank. Heute zweifacher Stream. Boah, heute noch Doors 2. Holy shit, was geht ab? Das wäre zu wild. Wir müssen hoch auf den Dachboden. Folge der schwarzen Katze. Gehen rein ins Bild. Crazy. Ich fühle mich einfach so wie so ein kleiner Gnom, ne, in dem Spiel. Also Baby in Yellow ist halt crazy, Leute. Wenn neu auf Twitch, was macht man da? Später, das wird dir sehr gefallen. Auf Twitch könnt ihr Autogrammkarten farmen bei mir, Videocalls farmen, euch grüßen lassen, alles mögliche. Wird richtig nice. Ist eigentlich Twitch, Digga, ist immer beste. Ihr bekommt bei Twitch, einfach wenn ihr darüber zuschaut, bekommt ihr so Kanalpunkte bei mir. Und mit den Punkten könnt ihr euch halt Sachen kaufen. Das ist halt das Geile.
Wann kommst du auf Twitch? Denk so, wenn wir mit Baby in Yellow fertig sind, wechseln wir sofort rüber. Das ist nur eine Ausnahme, weil das halt eben wichtig für meinen Hauptkanal ist, auch dieses Game zu streamen. Es kommt auch später noch ein Video und so. The Baby in Yellow ist dein Sohn. Hab beim LS Splash Discord geguckt, es kommt heute oder morgen. Blacky P. Nie wieder, nie wieder. Ansonsten banne ich dich, Bro. Kommst du in meinen Stream und sagst, es kommt heute 18 Uhr, wenn es heute oder morgen kommt. Du gehörst zur Stamm-Community. Ich vertraue dir, was du sagst. Dann will ich nicht, dass du mir Scheiße erzählst, Bro. Ich bin nämlich auch der Meinung, es kommt morgen. Sofort die Quelle verlinken, meinen Mods schicken, dass die mir sagen können, ab wann. Ja, morgen. Morgen 18 Uhr, Caro, ist confirmed. Okay, wir folgen jetzt erstmal der schwarzen Katze, Leute. Ja, weiß ich doch, wie es hier läuft. Weiß ich doch. Hab alles durchsucht. Mhm. Hier gehen wir erstmal schnell rein. Ich bin gespannt, was die für diese Sache hier noch sich ausgedacht haben. Ob hier irgendwas anders ist. Das geht aber relativ easy, würde ich mal sagen, Leute. Hier verlieren wir auch nicht viel Zeit. Also bei denen auf X steht 30. Okay, aber es kommt ja drauf an, wann das Game Mode rauskommt. Bitte esse jetzt ein Taki. Michelle. Sofort gleich Timeout für dich. Was redest du da? Folg erstmal auf Twitch rein, bevor du irgendwas von mir forderst. Ich weiß, wie es hier läuft, Leute. Ich weiß, wie es hier läuft. Wir nehmen eine Batterie mit. Hier ist die Batterie. Die Katze hat Newt, ne? Leute, Newt. Der süßeste Charakter in diesem Spiel. Guck mal. Das wäre so mein Haustier, Leute. Also so mein Hausroboter. So einen würde ich feiern. Den würde ich in den Arm nehmen, Digga. Würde ich streicheln, weil der einfach süß ist, Mann. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Aber leider kein Twitch. Sofort runterladen. Sofort. Stefan Riedner. App runterladen. Denomy suchen, reinfolgen, Kanalpunkte farm. Steck. Steht es da? Chat, steht es hier oben im Ernst? Guck hier oben, bitte. Hier oben gucken. Steck es rein. Das ist falsch. Das ist komplett falsch. Steck es rein. Ja, haben die locker reingeschissen bei der Übersetzung oder so. Safe. Schon easy, Chat. Ach komm. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Psch, 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 psch. War schon easy. Was braucht er jetzt? Ich weiß, was er braucht. Ich weiß, was er braucht. Tinte, ne? Denno, wenn du etwas adden könntest im Baby in Yellow, was wäre es? Ich würde eine Menge noch adden. Ich hätte sehr viele Ideen für das Spiel. Wisst ihr, was das Traurige ist, Chat? Ich hatte die Möglichkeit... Mann, Bro! Ich rede hier gerade mit meinem Chat. Bleib mal locker. Ich hatte die Möglichkeit, das Spiel zu kaufen. Ich hätte Besitzer dieser Firma werden können. Leider war ich auf YouTube noch nicht so erfolgreich. Es hätte mich damals vermutlich 150 bis 200.000 gekostet. Das hätte ich aber doppelt und dreifach wieder rausgehabt. Leider, leider. Es wäre so cool, wäre das mein Game. Weil ich hätte das gehegt und gepflegt, ne? Sag ich, wie es ist. Das wäre es mir, das wäre es mir wert. Ist da platziert? Müssen noch den Türstopper besorgen. Ist das hier? Eine Aufzeichnung, Leute. Hören wir uns alles in den Story-Videos, Story-Video an. Ich kann mir Twitch nicht runterladen, das finde ich richtig blöd. Aber ich weiß auch nicht, warum das nicht geht. Es tut mir richtig leid. Alles gut. Vielleicht klappt es ja mal die Tage.
Was haltet ihr eigentlich davon, Chat? Wir überlegen halt aktuell im Rahmen von Twitch IRL-Content zu machen. Also so Real-Life-Content, versteht ihr? Dass man einfach zum Beispiel draußen mal ein Hot-Chip isst oder so. Oder irgendwie einen Tag auf so ein Baby aufpassen muss oder sowas. Versteht ihr, was ich meine? Mit so ein bisschen Übergang, dass es natürlich irgendwann richtig IRL ist. Findet ihr geil oder nicht so? Komm mit. Kochstreams zum Beispiel auch, ja. Wird auch kommen. Was streamst du auf Twitch? Alles. Ja, manchmal schnacken wir nur, manchmal spielen wir Horror-Games, so wie gestern Abend. Da haben wir sehr geile Horror-Games gespielt. Oder wir nehmen halt auch die Videos für YouTube auf, ne? Das machen wir auf Twitch auch oft. Da zeige ich so meiner Community ein bisschen, wie man aufnimmt. Junge, was war das gerade hier oben? Alter, chill mal deine Basis. So, was brauchst du, Bro? Schraubenschlüssel? Wahrscheinlich, ne? Ja. Kriegst du. Auf Tablet kann man kein Twitch haben? Doch, doch, das geht. 100%, Michel. 100%. Wenn du deine Meinung zu Dwarf Lord 2? Ich überlege, ob ich ein großes YouTuber-Projekt mache. Also, Pat sind eingeplant. IDZock hätte Bock. Und Dandy. Dandy wäre auf jeden Fall auch am Start. Ich überlege, ob ich es mache, ne? Hätte mal Bock auf so ein YouTuber-Projekt, Digga. Wie heißt dein Twitch? Aras. Ich heiße auf Twitch überall gleich. Denome, ne? Kuss, kuss. Was macht der da oben? Diggi. Was macht der da oben? Ich will einmal kurz was umbauen. Und zwar... Alertbox würde ich einmal gerne in meiner Vertical Scene einbauen. Dann können die Leute das nämlich jetzt auch sehen. Habe ich mal kurz meine Alerts gezeigt, dass auch der die Leute, die es Hochformat gucken, das sehen können. Kuss. Machen zu den Aal, ne? Geht weiter, Leute. Game ist ja echt in Ordnung, sage ich. Ich kann mich nicht beklagen. Das Labor. Kennt ihn? Da war Elias. Ja. Er war da. Sonjut, komm mit. Wir müssen hier ganz schnell ins Labor rein. Sofort aufmachen, die Tür. Sofort. Fuchskönig, dankeschön, ne? Für deinen Sub, mein Bester. Folg lieber auf Twitch rein, Bro. Kuss, kuss. Muss jetzt erstmal sich um die Pflanze kümmern. Brauchen den Schlüssel da oben. Ja, du erinnerst du dich, wo das Baby seinen Kopf gedreht hat? Ja. Gestern hatten wir auch so ein lustiges Horror-Game, Leute. Wir haben gestern SpongeBob gezockt. Das kommt auf dem Hauptkanal morgen. Oder vielleicht auch am Wochenende erst. Aber so lustig, Mann. So, so witzig, was da wieder passiert ist. Geht über eine Stunde, das Video. Ich glaube, das wird euch gefallen. Guckt ihr das Baby an, ne? Das Baby sieht schon echt schlimm aus. Hol mal Magneten, lass das Baby mal ein bisschen rumfliegen. Du machst das schon mal besser, ne? Genau. Wirst du Dwarf 2 mit Community zocken? Ich denke schon. Aber nicht am Anfang, weil Community ist immer rein Schwitzerbande. Die Leute, die halt richtig gut sind und so, zocken eh immer am PC. Und deswegen zocke ich am Anfang immer nicht so mit Community. Das mache ich dann später erst. Verdammt, Mann! Jo, jo, alles cool. Wir machen mal hier, ne? Hey.
Was? Baby in Yellow hat ein neues Update. Was ist neu? Gerade die erste... Wie lange sind wir live? Die erste Stunde, Bro, wenn du die verpasst hast. Digga, da war echt viel. Du wirst es heute noch sehen. Der Stream bleibt als Video gespeichert. Es kommt auch noch ein Video zu dem Update. Also, alles entspannt. Du hast nicht so viel verpasst. Junge, jetzt halt mal die Backen da unten. Ehrlich. Halt mal die Backen da unten. Chat, ich sag, ich kann den Code selber entschlüsseln, okay? Komm mal her. Okay. Ich sag, ich kenne den Code. Lass mich gucken. Easy. Es ist immer der gleiche Code. Den haben wir im Fernsehen gesehen, Leute. Der hier. Ambrosius Armitage in den Abgrund treibend. Sucherin Theodora Alharsret. Durch mentales Unwetter verwüstet. Isadora White ist von einer Leiter gefallen. Die sind tot, ne? Das sind Sucher. Und wer ist er? Nicholas Arkham. Das ist der aktuelle, Leute. Das ist der Ehrensucher, die schwarze Katze. Was auch immer das bedeuten soll, ne? Ist denn Harry Potter raus, Digga? Eine Maske fehlt. Die hat der Typ, der am Ende kommt. Ich bin gespannt, ob die am Ende noch was neu gemacht haben. Okay, die Leiter war auf jeden Fall auch neu. Eigentlich ist man immer da so runtergedroppt. Ich weiß ja schon, wie es ungefähr läuft, Leute. Naja, alles ist gut, Elias. Wir machen einen kleinen Film, entspann dich. Wer sind die Clowns oder Zauberer? Das weiß man nicht. Es gibt noch nicht, die Lore ist noch nicht komplett vollständig. Man kann nur Vermutungen anstellen. Es wird sich aber, also das hier ist kein Major Update, das ist aber schon ein großes Update. Das nächste Major Update wird ein neues Chapter beinhalten und da werden wir einiges darüber erfahren, wie es da gerade ist, weißt du? Schon mal die Kamera richtig positionieren. Eigentlich muss man nur diese beiden Fotos machen, Chat. Guck mal, ob sich die Fotos verändert haben. Naja, die verändern sich, Diggi. Weil das Ding ist, wovon du ein Foto machst, bringst du es in eine neue Dimension. Was hast du dir als Kind am meisten gewünscht? Ein Papa. Würde ich fast sagen. Ein Vater. Ja, Union, Diggi. Ich brauch dich hier. Hast du keinen? Nee. Im Prinzip nicht, Leute. Nee, nee. Denno, habt das Update schon? Ja, ist doch nice, Digga. Ist doch nice. Ich muss den Kessel jetzt mit Grün und Rot füllen. Denno, wenn ich mir also Baby Yellow gespielt, 2020 das erste Mal. Junge, bist du fett geworden, ne? Alter, was ist das für ein fettes Baby? Bro, sofort hier rein. Alter, nee, ne? Der muss doch hier rüber, oder nicht? Ja, da haben wir die fette Wampe mal direkt in den Garten reingesnackt. So, mein Bester. Und jetzt gucken wir mal, wie weit wir dich wegwerfen können, ne? Ey! Och, Mann, ich wollte dich gerade wegschmeißen, Elias. Ja, mit Nut kann ich das nicht machen, der ist einfach zu niedlich. Deutlich, nee, Poppy Playtime oder Baby in Yellow? Definitiv ist Baby in Yellow. Poppy Playtime kommt aber direkt danach. Okay, Leute. Ihr habt ein Problem mit dem Baby. Es macht Stress. Es reißt euren Garten raus. Dann ladet sofort eine Kanone nach und knallt dem Baby eins rein. So. Und dann
ist es noch nicht genug. Ihr richtet eine Kanone bis zum Mars und dann wird das Baby da reingesteckt und komplett weggeschossen. Und Zündung! Bro, habt ihr gesehen, wie weit der weggeflogen ist? Alter! Digga, das würde mich nicht wundern, wenn er jetzt noch in mein Studio hier reinkracht. So weit ist der geflogen. Oha! Ich würde mal schätzen, locker, mal eben so 10.000 bis 20.000 Meter um die Erde rum. Bro, der ist immer noch am Fliegen. Sofort. Ja gut, wir ernten jetzt erstmal die Reagenzblume hier, ne? Ja, du kannst mal bitte mit The Baby Yellow auf Handy zocken. Ah, nee, Digi. Ich zock das lieber am PC, weißt du? Was mit deinem Vater passiert? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Der war nie da. Der ist abgehauen, bevor ich geboren wurde, nach dem Motto. Jetzt möchte ich keinen mehr. Was ist hier los? Seit wann wird man denn hochgehoben? Jetzt wird das schwarze Loch beschworen. Da sind wir mal hochgeflogen, Leute, in einem anderen Stream. Und haben uns dieses schwarze Loch reingezogen. Das war schon komisch, da oben zu sein. Welten kollidieren. Ich versuche Twitch runterzuladen, Denno. Ich verspreche, okay? Ja, wenn du es machst, glaub mir, du kannst halt Punkte bekommen, wenn du zuschaust auf Twitch. Und ich zeig's euch kurz mal. Einfach nur, damit ihr es wisst, damit es vielleicht für euch auch interessanter ist. Sowas kann man auf YouTube halt leider nicht einstellen, okay? Ich würde es auf YouTube auch machen. Dann hätten wir, dann müsst ihr auch gar nicht auf Twitch streamen. Aber nur, dass ihr es halt mal seht. Guck mal, wir haben hier bei Twitch, also erstmal danke auch an die ganzen Leute, die gerade reingefolgt sind und so. Wir haben hier bei Twitch so Kanalpunkte hier unten, ja? Diese Kanalpunkte bekommt ihr, wenn ihr einfach zuschaut. Ihr seid 5 Minuten im Stream, ihr bekommt keine Ahnung, wie viele Kanalpunkte, weiß ich jetzt nicht genau. Und ich habe so eingestellt, dass ihr zum Beispiel sagen könnt, ich soll was trinken oder so ein Shoutout, falls ihr euch mal grüßen lassen wollt, ne? Das wünscht sich auch mal viele. Oder ich soll ein Flötenkonzert machen mit meiner Flöte oder einen Sprachanruf oder eine Autogrammkarte oder einen Monat Zap. Dann müsst ihr müsst nicht mal abonnieren. Digga, ihr könnt einfach einen Monat Zap geschenkt bekommen. Und Videocall geht natürlich auch. Solche Sachen, ne? Deswegen also, Twitch ist schon echt babamäßig und da kann man halt sowas auch gerne machen. Und ja, Caro, also den Twitch-Link brauchen die Leute nicht. Sie müssen sich halt meistens eh die App runterladen. Die Twitch-App und dann einen Account drauf erstellen. Ansonsten bekommen sie auch die Punkte nicht. Twitch ist kostenlos, by the way. Und hat keine Werbung. Also zumindest nicht in meinem Stream. Nur eine davor. So, mein Lieber, bleib mal ganz ruhig. Ich mache jetzt mal ihn hier und ihn hier. Und dann brauchen wir einen gelben Trank am besten jetzt. Easy. Wer ist es? Oh, Doktor, wer bist du, Mann? Verzieh dich. Bekommt man noch Punkte auf PS5? Sobald du eingeloggt bist, müsste es eigentlich gehen. Sobald du eingeloggt bist, easy. Okay, das Baby brennt, Leute. Das ist ein ganz normaler Prozess in meinen Babysitter-Aktion. Das Baby brennt. Völlig normal. Okay. Schmeiß das Ding mal darüber und dann fackeln wir mal das Ding hier ab. Ich heiße überall gleich, Siegfried. Immer Denomé. Was guckst du jetzt so böse? Oh Gott, Leute, ich brauch den Schnuller sofort. Schnuller habe ich, alles ist easy. Ich beruhige es, okay. Er schreibt jemand, hey Bro, hast du eine Idee, wie ich meine Eltern überreden könnte, dass ich Twitch runterladen kann? Würde mies Ärger mit meinen Eltern kriegen, wenn ich Twitch runterladen würde. Peter, ich sag so, ne? Du kannst das ja gerne hier auch diesen Clip, du kannst es ja klippen, okay, was ich jetzt sag. Du kannst es auch deinen Eltern gerne zeigen. Aber guck mal, irgendwann wird man älter. Irgendwann wird man diese App eh haben. Und wenn du die unbedingt haben willst, weil du meine Streams schauen willst, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Deine Eltern verbieten dir das, aber du machst es trotzdem irgendwann. B,
du darfst es halt und dann können deine Eltern das besser kontrollieren. So. Problem ist aber halt auch, dass man auf Twitch auch Content sieht, der ein bisschen für deutlich ältere Leute ist. Das kann ich halt auch irgendwo verstehen. Aber da muss man halt irgendwie eine Regelung finden. Ne? Ich bin kein Freund davon, Nein zu sagen und zu sagen, nee, wenn die Kids das dann irgendwann sowieso machen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schwierig, mit sowas umzugehen. Okay, wir haben die Ringe ausgerichtet. Wir müssen den Kern entfernen, ne? Wo ist denn das Ding jetzt? Ich glaube, es ist runtergefallen. Ich bin der Meinung, er hat es mitgenommen. Oh, wow, seit wann das denn? Oh Gott. Mach die verdammte Tür zu, Mann. Okay, bring mich hoch, Scotty, bring mich hoch. Alter Scheiße, ist das Ding am Ausflippen. Seit wann ist denn die Tür so eingecrashed worden? Holy moly. Denno, würdest du 50.000 bezahlen, um der Chef von The Baby in Yellow zu sein? El Makido? Ich würde, um The Baby in Yellow zu besitzen, damit mir das Spiel gehört, mit der Firma, die es gerade hat, könnte ich zahlen, 250.000 Euro. Das würde ich bezahlen für dieses Spiel. Dass das mir gehört. Das würde ich machen. Kein Witz. Das wäre die beste Investition meines Lebens. Okay, wir müssen jetzt diesen Kern erstmal zusammenpressen. Hä, warum kaufst du es denn nicht? Weil die Firma jetzt einen Wert hat von circa 5 Millionen. Wow, Newt, nimm das Ding! Wir müssen rein! Sofort! Ah! Digga, das Baby ist mies angepisst. Ich laser das Ding jetzt weg. Was, 5 Millionen? Ja. Also wenn ihr schätzt, wenn ich schätzen müsste, was verdient diese Firma jetzt im Jahr? Ich würde sagen 300.000 bis 500.000. Würde ich behaupten. 300.000 bis 500.000 im Jahr safe. Deswegen kann ich es auch nicht mal für 250.000 kaufen. Ist halt so, ne? It is what it is, Leute. Was ist mit Newt? Yo, Bro, was ist passiert, Mann? Oh, er hat keine Batterie mehr, ne? Seine Batterie ist im Eimer. Der Kern ist halt anscheinend richtig schwer. Wir töten jetzt das Baby. Das ist neu, oder? Einfach das Baby gekillt. Was? War das auch immer schon so? Ich habe die Szene gar nicht so in Erinnerung. Das Baby wurde einfach komplett weggerippt. Mit einem Lasershot. Newt, Bro. Leute. Big F in den Chat für Newt. Ich werde ihm die letzte Ehre erweisen. Meine Freunde, er hat sein Leben gegeben für uns. Der kleine Roboter. Gut, Ruhe in Frieden.
Oh verdammt, das hat nicht so ganz geklappt. Warte kurz. Kleiner Moment. Technische Panne. Newt, Ruhe in Frieden. Er ist weg. Jetzt, Leute, tun wir den dümmsten Fehler, den man machen kann. Wir nehmen die Kugel, die das Baby absorbiert hat, und packen es hier rein, um alle Dämonen aus dem Dämonenreich zu uns zu bringen. Ich habe mit einem Baby Probleme gehabt. Aber jetzt beschwöre ich alles Schlimme, was es gibt. Ich öffne die Dimension in die von dem Baby. Ich werde gegessen, Chat. Ich werde gegessen, Chat. Hilfe! Hilfe! No. Nein. Why did you bring him Mann, here? Keine Ahnung, was ich getan habe, Bro. Hilf mir! Er hilft mir, oder? Er hilft mir. Er holt Not mich. This time. Er zieht mich runter.